Herzlich willkommen zu Phoenix vor Ort. Montag ist der Tag der Parteipressekonferenzen bei Phoenix. Wir schalten gleich live zu den Grünen und im Studio ist Volker Kronenberg. Er ist Professor am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn. Hallo. Guten Tag, Frau Sorry. Ja, bevor es bei den Grünen losgeht, sprechen wir über die Lage der Ampel. Probleme gibt es ausreichend. Jetzt hat sich auch die Außenministerin geäußert. Annalena Baerbock hat vor einem Auseinanderbrechen der Koalition gewarnt. Wie ernst ist die Lage? Wir beobachten, dass der Ausgang der Europawahl, auch wenn man im Vorfeld seitens der Parteien schon damit gerechnet hat, dass es natürlich nicht gut sein wird, das Ergebnis hat doch die Koalitionäre, so beobachte ich, massiv verunsichert. Das Wahlergebnis ist schlecht, vor allem für die Grünen, nicht zuletzt bei den jungen Wählerinnen und Wählern dramatisch verloren. Aber auch in der Sozialdemokratie ist die Verunsicherung groß. Und wir sind natürlich jetzt, und das ist das Statement, der Hinweis der Außenministerin, ja in einer sehr sensiblen Phase, nämlich der Phase, in der der Bundeshaushalt für das kommende Jahr unter Dach und Fach gebracht werden soll. Die Ansage ist, auch aus dem Kanzleramt, bis Anfang Juli, 5. Juli, soll ein Entwurf stehen, der auch zustimmungsfähig für alle drei Fraktionen ist und an dem jetzt vor allen Dingen an der Spitze Bundeskanzler, der Finanzminister und der Vizekanzler Robert Habeck jetzt daran arbeiten bzw. versuchen, ein Gesamtpaket zu schnüren. Ob das gelingen wird, steht dahin. Und bis dahin ist natürlich die Unsicherheit, wo wird was genommen, wo sollen Akzente gesetzt werden, was ist notwendig und was nicht. Und über allem, so nehme ich doch wahr, eben die Frage, müssen wir massiv sparen, können wir das überhaupt wollen oder müssen wir mit Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine doch wieder sozusagen eine Ausnahme von der Schuldenbremse ermöglichen oder nicht, was die FDP kategorisch ausschließt. Also Verunsicherung infolge der Wahl, ohnehin ein schwieriges Bündnis, Bündnis wider Willen aller drei Parteien. Und das natürlich, Frau Sorowiec, letzter Punkt an der Stelle, der Blick in den Herbst stimmt natürlich weiter skeptisch und düster und verunsichert natürlich nicht nur an der Spitze, sondern natürlich auch in den Gliederungen der Partei und zumal in Ostdeutschland, wo sich die Karte in den Wahlkreisen am vergangenen Sonntag ja sehr blau gefärbt hat. Ja, Sie haben die Landtagswahlen schon angesprochen, das steht auch noch an, aber sprechen wir noch mal über das, was davor noch ansteht, nämlich den Haushalt. Alle Parteien stehen unter Druck. Ein Streitpunkt ist die Schuldenbremse. Die FDP sagt, da gehen wir nicht ran. Grüne und SPD wollen daran. Die FDP hat ja immerhin kaum nur verloren bei den Europawahlen. SPD und Grüne haben deutlich schlechter abgeschnitten. Wer steht jetzt hier stärker unter Druck? Oder kann man sagen, Grüne und SPD stehen vielleicht noch stärker unter Druck, jetzt etwas durchzusetzen und können sich deswegen vielleicht durchsetzen in diesem Punkt, was die Schuldenbremse angeht? Oder sagt man, naja, die FDP hat ja ihr Ergebnis mehr oder weniger gehalten. Das bestärkt sie, auch jetzt wirklich nicht von der Schuldenbremse abzurücken. Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, dann ist es natürlich eine Konsolidierung der FDP auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Dass man das jetzt ein Stück weit sich schön redet, gehört dazu. Aber natürlich, die Not ist bei Grünen SPD sehr groß. Darüber reden wir gleich noch weiter, denn jetzt ist Omid Nuripur da. Herzlich willkommen auch von mir. Herzlich willkommen bei Bündnis 90 Die Grünen. Wir heißen Bündnis 90 Die Grünen, weil ein Großteil der Identität dieser Partei basiert auf mutiger Arbeit von Menschen, die Unfrieden erlebt haben und gegen Unfreiheit gekämpft haben. Und gerade heute am 17. Juni ist es der Selbstverständlichkeit für uns, an diesen Mut zu erinnern und den Opfern des 17. Juni zu gedenken. Diese Erinnerung ist uns wirklich konstitutiv, aber gleichzeitig auch ein Auftrag, dass wir für Frieden, für Freiheit und für Demokratie uns einzusetzen haben. Genau für diese Demokratie, genau für diese Freiheit kämpfen auch die Menschen in der Ukraine. Damit möchte ich beginnen. Vor diesem Hintergrund haben wir am Wochenende wieder zahlreiche schwere Angriffe Russlands gesehen mit zahlreichen zivilen Opfern während der Friedenskonferenz in der Schweiz. Dass die Russen dort nicht teilgenommen haben, ist bedauerlich, war aber absehbar. Aber es war ein erfreuliches und ermutigendes Signal, dass 100 Staaten dort zusammengefunden haben, was sehr deutlich zeigt, dass die Mehrheit der Weltgemeinschaft diesen Krieg Russlands in der Ukraine ablehnt. Und 80 Staaten haben sich auf eine Abschlussresolution einigen können.
basierend auf der Charta der Vereinten Nationen, basierend darauf, dass der Grundsatz der Souveränität und der territorialen Integrität der Staaten zu gelten hat. Und sind auch sehr konkrete Dinge angesprochen worden, wie beispielsweise die verschleppten Kinder durch Russland, die zurückkommen müssen und freigelassen werden müssen von Russland. Beispielsweise die Frage der Getreideexporte, eine zentrale Frage für die Welternährung, immer wieder sabotiert von der russischen Seite. Das ist, sind gute und ermutigende Ergebnisse gewesen. Der Ball liegt jetzt erst recht bei der russischen Seite, dass direkt vor der Konferenz der Ukraine fehlende Bemühungen für ein Ende der Kampfverhandlungen vorgeworfen worden ist. Das ist schlicht zynisch. Und dieser sogenannte Friedensvorschlag von Putin ist nichts anderes als einfach nur ein Spott. Wenn man sich anschaut, dass die russische Seite sagt, dass vier große Regionen der Ukraine nun jetzt endgültig unter ihre Kontrolle fallen sollen. Und wenn man dann sieht, was in diesen Regionen los ist, dass es Vergewaltigung, Deportation, Folter auf der Tagesordnung stehen, dann sieht man, dass hier der Wille an Frieden und für Frieden fehlt. Wir werden diesen Prozess weiterhin begleiten und unterstützen mit dem, was wir haben und gleichzeitig auf der Seite der Menschen in der Ukraine stehen und ihnen Unterstützung geben und anbieten, wo es geboten ist. Ich möchte zur Innenpolitik kommen und noch einmal einen Blick werfen auf die sogenannte Migrationsdebatte, weil sie in den letzten Tagen ein bisschen aus den Fugen geraten ist, könnte man meinen. Viele Dinge werden da wild durcheinander geworfen, die so nicht zusammenpassen. Und auf jede, so ziemlich jede Frage, die aufkommt, auf jede Herausforderung, und derer gibt es viele, das stimmt, kommt relativ schnell einfach nur eine sehr, sehr simplifizierte Antwort, und das ist die der Abschiebungen. Und ja, Abschiebungen sind Teil der Gesetzgebung, und wir haben als Koalition auch miteinander Schritte vereinbart und Gesetze verändert, um Rückführungen zu verbessern. Und sind auch viele Dinge gerade auch in Mache. Wie Sie wissen, ist beispielsweise ja auch der Beauftragte der Bundesregierung, Herr Stamp, unterwegs und versucht, Rückführungsabkommen zu vereinbaren. Das ist alles richtig. Aber ich will noch auf ein paar Dinge hinaus, die nicht hinten runterfallen dürfen, wie es aber permanent passiert derzeit. Erstens, es braucht eine echte Integrationsoffensive. Gute und schnelle Integration, Sprachförderung und Angebote werden gebraucht. Sie schaffen die Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe und sind die Voraussetzung dafür, dass Menschen sich hier schnellstmöglich einleben können. Dafür müssen flächendeckend Kurse angeboten werden, manche müssen ausgebaut werden, und es braucht vor allem auch flächendeckend, und wenn wir beispielsweise über die Menschen aus der Ukraine sprechen, mit der relativ großen Zahl von alleinstehenden Frauen mit ihren Kindern, es braucht auch Kita- und Schulplätze, die es bisher nicht ausreichend gibt, auch weil es an Personal fehlt. Zweitens ist es notwendig, dass wir, wenn wir sagen, dass wir die Kommunen in den Mittelpunkt der Integration stellen wollen, dass wir natürlich uns auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt anschauen. Und es ist mehr als offensichtlich, dass viele Leute gebraucht werden, die auch sehr viele Qualifikationen und Fähigkeiten mit sich bringen. Diese Fachkräfte werden gebraucht von der Wirtschaft auf dem Arbeitsmarkt. Und natürlich gilt es, dass Integration großgeschrieben wird, damit diese Menschen so schnell wie möglich auch von ihrer eigenen Arbeit leben können, dieses Potenzial nicht wegzugeben und auch dort nicht Menschen zu verunsichern, die hier auf dem Weg sind, sich bestens zu integrieren und auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden, ist notwendig. Das Dritte ist, vor 18 Jahren wurde die Islamkonferenz gegründet und sie ist ihrer zentralen Aufgaben nicht gerecht geworden. Wenn wir über Integration sprechen, dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen, dass es die Notwendigkeit gibt, dass es einen Islamunterricht gibt an deutschen Schulen von deutschsprachigen Lehrern auf der Grundlage des deutschen Grundgesetzes gegeben. Und das gibt es weiterhin nicht. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte wir dieses Thema schon miteinander diskutieren. Wir haben weiterhin die Situation, dass junge Menschen auf der Suche nach Identität, nach Erkenntnissen über ihre Religion im Zweifelsfall auf Hinterhöfen angewiesen sind, weil es nicht genug Angebote gibt staatlicher Seite. Wenn wir dort nicht den Durchbruch endlich miteinander erzielen, verlieren wir sehr vieles an Integrationsleistung, was aber gebraucht wird. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle schließen mit einer guten Nachricht aus Luxemburg. Das ist nämlich, dass das Nature Restoration Law heute Vormittag im EU-Ministerrat angenommen worden ist. Das ist ein großer Erfolg.
für den bei uns auch sehr viel gearbeitet worden ist. Ich möchte vielen Leuten, könnte ich danken. Ich möchte allen voran Steffi Lemke, unsere Ministerin, danken, die dazu beigetragen hat. Dieses Gesetz ist ein großer Schritt in Richtung Wiederherstellung natürlicher Grundlagen, Lebensgrundlagen und ein approbates Mittel gegen Klimawandel und gegen das Artensterben. Vor allem die Renaturierung von Mooren und Flüssen ist besonders wichtig. Und dass dieser Schritt heute erfolgt ist, ist eine gute Nachricht. Vielen Dank. Wir kommen dann zu den Nachfragen. Als erstes Herr Eulk, bitte. Herr Nuripur, ich hätte zwei Fragen. Ihre Parteikollegin Annalena Baerbock hat heute in der Süddeutschen Zeitung eine Aussetzung der Schuldenbremse, um die Ukraine stärker zu unterstützen, ins Spiel gebracht. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag? Und das zweite Thema betrifft Geflüchtete aus der Ukraine. Da gibt es nach der Union, jetzt auch aus der FDP, den Vorstoß, diese nicht mehr nach Asylbewerberleistungsgesetz zu versorgen, sondern die eben danach zu versorgen, nicht mehr mit dem Bürgergeld zu versorgen. Wie sehen Sie das? Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen in Ostukraine nicht nach Deutschland kommen wegen des Bürgergeldes und dass die Leute nicht hierher kommen, um im Dauerzustand Bürgergeld zu empfangen. Und ja, es ist der Sinn vom Bürgergeld, deshalb haben wir es ja überhaupt implementiert, um Fördern und Fördern auch mit Leben zu füllen, wie es vorher nicht der Fall war. Und der Sinn ist, dass wir schnellstmöglich Leute natürlich auch in Arbeit bringen. Und ich glaube, dass es keine gute Idee ist, neue Hindernisse auf diesem Weg aufzubauen, sondern einfach dort zu helfen, damit es besser funktioniert. Vor, ich glaube, 2,5 Monaten hat Arbeitsminister Heil angekündigt, dass er jetzt ein Turbo geben soll, ein Jobturbo geben soll, damit die Menschen aus der Ukraine schneller auch in Arbeit kommen. Das ist auch massiv begrüßt und unterstützt worden, auch von der Arbeitgeberseite, auch von der Arbeitnehmerseite. Und es ist notwendig, dass wir diesen Jobturbo jetzt tatsächlich auch anziehen lassen und dass die Leute auch in Beruf kommen. Es ist richtig, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei den Beschäftigten schlechter dasteht nach Statistiken. Das hat auch was damit zu tun, dass sehr viele Leute, die nach Deutschland kommen, versuchen erst Deutsch zu lernen und dementsprechend alles dafür tun, damit sie auch dementsprechend ihre Qualifikationen arbeiten. Dass es dann länger dauert, ist richtig, aber wir müssen das einfach deutlich schneller machen. Wir sind bereit, miteinander über diese Beschleunigung zu sprechen in der Koalition. Das wird gebraucht, es ist richtig und notwendig. Ich glaube, dass die grundsätzliche Annahme, dass das Bürgergeld jetzt irgendwie an sich ein Problem darstellen würde, das ist falsch. Die Frage der Schuldenbremse erörtern wir zurzeit miteinander im Rahmen der Haushaltsberatungen. Wir haben feste vor und ich bin wirklich zunehmend optimistisch, dass wir vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause einen Haushalt dem Parlament zuleiten können. In diesem Rahmen werden alle Fragen miteinander erörtert. Da bitte ich noch um ein leichtes Momentum von Geduld, um die Ergebnisse dann auch präsentieren zu können. Als nächstes Frau Wiedemeyer, bitte. Im Grunde wollte ich genau in die gleiche Richtung fragen, nochmal nachgefragt nach dem FDP-Vorschlag. Das heißt also von Ihnen ein striktes Nein oder können Sie sich vorstellen, dass man da doch vielleicht einen Kompromiss findet, dass man möglicherweise Bürgergeld ein bisschen reduziert oder ist das bei Ihnen ganz klar absolut Nein? Und ich wüsste gern noch zu den gestrigen Verhandlungen über den Haushalt. Können Sie uns da irgendwas verraten? Ich weiß, es war ein Routinetreffen, aber gibt es Fortschritte? Wie ist die Stimmung? Können Sie uns da ein bisschen verraten? Es gibt jeden Tag Treffen zum Thema Haushalt auf allen möglichen Ebenen. Wir wollen, wie gesagt, zügig miteinander vorankommen und wie gesagt, auf allen Ebenen, fast täglich. Und natürlich gibt es Fortschritte, sonst würde ich jetzt nicht stehen und sagen, dass ich sehr zuversichtlich bin, dass wir in wenigen Wochen fertig sind mit dem gesamten Kunstwerk. Bei der Frage des FDP-Vorstoßes kann ich nur nochmal wiederholen, wir wollen Jobturbo. Und wenn man Jobturbo will, dann ist das sicher nicht hilfreich, wenn man die Leute ins Asylbewerberleistungsgesetz steckt, wo erstmal nicht gearbeitet werden kann. Und das ist zwar für eine kurze Zeit, aber eine größere Hürde und das macht sich ja nicht schneller. Deshalb ist das kein zielführender Vorschlag. Der zielführende Vorschlag ist, wie wir schnellstmöglich die Leute aus dem Bürgergeld rausbekommen und auf den Arbeitsmarkt bringen, wo sie händeringend gebraucht werden. Als nächstes Frau Falkenborn, bitte. Ja, Herr Nuripur, meine Frage geht auch in eine ähnliche Richtung, Stichwort EEG-Umlage.
Da gab es jetzt auch schon einige Vorschläge und wir sehen, dass die Kosten im letzten Monat einen Höchststand erreicht haben, 2,1 Milliarden Euro. Und wenn man das jetzt aus dem Haushalt streichen würde, könnte man ja da einiges erstmal einsparen. Wird auch in den Gesprächen in die Richtung diskutiert? Und wo sehen Sie die Zukunft der EEG-Umlage? Könnte es sogar sein, dass die wieder an die Verbraucher und Verbraucherinnen zurückgeht? Ich möchte um Entschuldigung bitten, dass ich nicht auf Einzelheiten der Haushaltsberatung jetzt draufgehen kann. Sonst werden wir nicht so schnell fertig. Die EEG-Umlage und deren Abschaffung und Umlegung, wie Sie sie beschrieben haben, ist einer der zentralen Faktoren gewesen, warum wir es geschafft haben, die massiven Inflation auch zurückzutreiben, deren Haupttreiber die Energiepreise waren. Und dementsprechend ist das sicher jetzt kein guter Vorschlag, wenn man jetzt wieder zurückkehrt dahin, dass man die EEG-Umlage wieder sozusagen auf den Verbraucher weitergebe, erst recht bei der Frage der Industrie, bei der Energieintensiven, das wäre wiederum Inflationstreiber. Und die Kette der Geschehnisse danach kennen wir ja. Die Mehrinflation heißt, dass die EZB die Zinssätze nicht senken kann. Das bedeutet weniger Investitionen. Das wiederum beschleunigt die Inflation. Das wäre von vorne bis hinten keine gute Idee. Das war sicher nicht das Einzige, sondern vor allem der Ausbau der Erneuerbaren war zentral, damit wir die Energiepreise runterbekommen, wie es geschafft worden ist von Robert Habeck. Aber unter dem Strich ist natürlich auch diese EEG-Umlagenfrage zentral gewesen, damit die Preise unten bleiben. Und wir wollen auch, dass sie da bleiben und eher weiter runtergehen. Dann als nächstes Frau Seyram, bitte. Ganz lieben Dank. Sie hatten gerade gesagt, dass Sie es bedauern, dass Russland nicht teilgenommen hat an den Verhandlungen. Waren die denn überhaupt eingeladen? Und dann würde ich noch ganz gerne zur aktuellen Debatte um Frau Bildungsministerin Stark-Watzinger fragen, was da Ihre Position ist, ob das so okay war, wie sie sich da positioniert hat und ob es ausreicht, die Staatssekretärin gehen zu lassen. Es ist ja, aber auch so eine Konferenz mit so viel Staaten nicht so, dass man sozusagen eine Einladung rausschickt und darunter schreibt, bis um so und so vielen Antworten, ob ihr kommt oder nicht, sondern natürlich wird auf allen Ebenen gesprochen und die russische Seite war super deutlich von der ersten Sekunde an, im Gegensatz zur chinesischen, die ja auch nicht gekommen ist, aber wo es bis kurz vor Schluss nicht ganz klar war, ob sie kommen und in welcher Flughöhe sie kommen, war die russische Seite sehr deutlich, dass sie keinerlei Interesse an solchen Gesprächen haben. Das sage ich auch in Richtung derjenigen, die ganze Zeit sagen, es braucht doch mehr Gespräch und Diplomatie. Ja, natürlich brauche ich das, aber dazu gehören zwei und die russische Seite möchte das schlicht nicht, deren Diplomatie, die sogenannten diplomatischen Versuche sind, eher finden, bei denen irgendwelche Friedensvorschläge gemacht werden, die keine sind. Und das ist alles nur Schaufenstergerede und keine wirkliche Diplomatie. Wir respektieren die Entscheidung der Bildungsministerin. Es ist wichtig, dass klargestellt worden ist, dass die Frage der Forschungsgelder ausschließlich an wissenschaftsbasierten Kriterien hängen darf und an nichts anderem. Und man muss diesen Brief, über den hier gesprochen worden ist, nicht mögen. Ich habe selbst on air einige Dinge, die in dem Brief stehen, auch kritisiert. Aber dass dieser Brief Teil der Meinungsfreiheit ist und in diesem Fall dementsprechend auch natürlich abgedeckt ist und abgedeckt sein muss von der Freiheit der Wissenschaften, ist eindeutig. Und dementsprechend ist das folgerichtig gewesen, so zu handeln aus unserer Sicht. Es ist natürlich gleichzeitig auch zu sehen, dass eine solche Erwägung, wie erfolgt im Ministerium, dazu führt, dass man jetzt erst recht sich überlegen muss, wie man Vertrauen wieder aufbaut und zurückgewinnt. Weitere Fragen sehe ich nicht mehr. Dann beenden wir für heute. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, soweit die Statements von Omid Nuripur. Und darüber spreche ich mit Professor Volker Kronenberg. Viele Themen wurden angesprochen. Die Ukraine ganz am Anfang, jetzt aber natürlich auch nochmal die Haushaltsverhandlungen. Herr Nuripur hat sich zunehmend optimistisch gezeigt. Was lesen Sie daraus? Ja, irgendwie war das so ein Pokerface-Auftritt. Also er kann nicht mehr sagen, weil die Dinge noch im Fluss sind. Er will es vielleicht auch nicht oder er erkennt es auch nicht. Aber was doch für mich interessant war zu beobachten, das war mehr so ein Business-as-usual-Auftritt. Wir haben ja zu Beginn der Sendung gesagt, naja, also eigentlich sitzt der Schock ja tief, was ja auch so ist, wenn man in die Parteien hineinhört. Keine dieser Parteien, gerade Grüne und SPD, können zufrieden sein.
Und dann erleben wir hier doch einen sehr souveränen Parteivorsitzenden. Da gibt es ein paar Nachfragen. Aber ich glaube, dass das womöglich nicht lange durchzuhalten sein wird. Entweder es kommt der große Wurf in inhaltlichen Dingen. Es wurde ja angesprochen, Frage Ukraine-Bürgergeld. Es geht um Migration. Es geht um diesen gesamten Themenkomplex natürlich. Migration, Integration, Flucht, Ursachen, anderes mehr. Und es geht natürlich auch um Haushalt. Was ich sagen will, ist, dass hier sozusagen dieses Markieren einer Sachposition in Abgrenzung zu Koalitionspartnern, dann muss man gehen und Jobturbo, das ist ein Stück weit wirkt das aus der Zeit gefallen, vor dem Hintergrund dessen, was die Wählerinnen und Wähler am vergangenen Sonntag ausdrücken wollten. Denn was ja am vergangenen Sonntag zur Kenntnis genommen werden musste, war ja nicht nur ein Abstrafen der Grünen im Wahlergebnis, und eben auch das Wahlergebnis der SPD, sondern noch einmal, man blicke nach Ostdeutschland, dort der Erfolg, der große Erfolg der AfD, dann die anstehenden Landtagswahlen, da wirkt dieser Auftritt noch einmal ein Stück weit aus der Zeit gefallen. Es sei denn, es wird tatsächlich im Hintergrund etwas Größeres sozusagen vorbereitet als die Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner eines Haushaltsgesetzentwurfs. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, wenn man auf die bisherige Arbeit der Ampel guckt, dass da jetzt der große Wurf kommt? Ich glaube, Frau Srovic, das ist natürlich genau die Kernfrage. Ich bin inzwischen sehr skeptisch, dass der große Wurf kommt, weil A, ist die Kraft da, B, sind die Gegensätze nicht doch nach wie vor sehr groß. Sie waren anfangs sehr groß. Wir haben hier im Studio gestanden bei der Bildung der Koalition und mussten ja auch zur Kenntnis nehmen, dass vor allen Dingen Gelb und Grün eigentlich nicht miteinander koalieren wollten. Dann hat man sich auf diesen Vertrag geständigt, mehr Fortschritt wagen, das waren schöne Bilder, eine neue Kultur, gesellschaftspolitisch, da gab es auch so ein paar Punkte, gerade Gleichstellung, Cannabis, anderes mehr, aber das waren natürlich jetzt nicht so die Kernfragen. Dann kam eine Ausnahmesituation durch den Angriffskrieg. Da war sozusagen Staatsräson gefragt, da ging es nicht um die Gegend. Jetzt ist man ein Stück weit aber wieder zurück, auch in die Niederungen des Alltags, und man ist zurückgeworfen, mehr auf dieses Reiben, auf diese Friktionen, auf diese Gegensätze und ob jetzt wirklich noch auch die Kraft da ist, auch intern, das ist eben die spannende Frage. Aber das heißt noch lange nicht, dass es platzt, denn die beteiligten Akteure wissen ja sehr genau, wenn dieser Haushalt nicht zustande kommt, wenn man in die Sommerpause geht, im Grunde mit dem Damoklesschwert, im Herbst bricht die Koalition auseinander, dann wissen ja alle Beteiligten, dann ist der Scherbenhaufen groß und dann werden die Wahlen dramatisch ausgehen und dann stellt sich ja die Frage bei den Bürgerinnen und Bürgern, wo ist die staatspolitische Verantwortung? Also ich will sagen, die Dilemmata sind sehr groß. Ja, waren vorher schon groß, jetzt sind sie noch größer. Schauen wir noch mal auf die zentrale Figur, den Kanzler. Der ist ja auch nicht gerade gestärkt aus den Wahlen hervorgegangen. Hat er überhaupt noch die Kraft zu sagen, wir brauchen jetzt den großen Wurf und ich führe euch jetzt durch diese Krise? Was trauen Sie ihm dazu? Es ist ihm ja attestiert worden, gerade in den ersten Monaten des Krieges, dass er das war die Zeitenwende-Rede, das war anderes mehr. Aber das war ja nicht nur die Rede, das war nicht das Wording, das war das Besondere, das war aber auch das 100-Milliarden-Paket. Da hat er ja unter Beweis gestellt, aus der Sicht vieler Menschen, dass es durchaus klappen kann. Jetzt noch einmal haben sich mit den Monaten, jetzt über 2 Jahre, haben sich die Dinge wieder geändert. Ist die Kraft für den großen Wurf da? Das ist die Frage, ist sie da? Aber was könnte überhaupt der große Wurf sein, dieser Ampel? Weil Gelb will eine andere Richtung als Grün. Und das, was wir gerade, ich will nicht abschweifen von dieser Pressekonferenz, es ist ja wieder, die FDP macht einen Vorstoß, aufgegriffen von der Union. Die Union wiederum ja auch mit Blick auf das, was in Ostdeutschland an Befindlichkeiten in die AfD. Das heißt nicht getrieben sein, sondern signifikante Änderungen in bestimmten Fragen. Und die FDP sagt, nö, das machen wir so nicht. Also das war jetzt gut und jetzt müssen wir einen anderen Weg gehen. Das ist im Grunde die Fortsetzung dessen und das steigert ja weiter, so würde ich antizipieren, die Unzufriedenheit, das Wahlergebnis für die im Grunde ja die drei Parteien, war doch im Grunde mehr als ein Denkzettel, dass es eben so nicht funktioniert. Und insofern jetzt nicht mit dem Auftritt da heute, aber im Grunde doch in den nächsten Wochen. Man kann jetzt nicht darauf spekulieren, was man hier offenbar tut. Jetzt haben wir EM-Stimmung, da gucken die Menschen mehr auf Fußball, dann gehen sie in Sommerurlaub und dann, das ist ja auch aus der Politik nicht ganz unvertraut, man spielt auf Zeit, weil sich dann natürlich auch Wahrnehmungen und vielleicht auch andere Krisenereignisse kommen hinzu. Plötzlich ändert sich die Situation. Ja. Aber das ist hochriskant. Wir werden es weiter beobachten. Vielen Dank für diese Einschätzung, gerne. Professor Volker Kronenberg. Gerne.